Herzlich willkommen aus dem Kai Strohls Studio. Und heutiges Thema ist Verbinden der Pentatonik-Shapes. Wir haben jetzt erstmal den E-Moll-Akkord. Und dieser E-Moll-Akkord ist Basis für die E-Moll-Pentatonik. Die E-Moll-Pentatonik ist nichts anderes als ein ergänzter E-Moll-Akkord. Und zwar, es werden die Töne, die Septim, wird ergänzt und es wird die Quarte ergänzt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was haben wir in dem Akkord? Wir haben E, B, E, G, B, E. Das Einzige, was uns fehlt, um zum kompletten Arpeggio zu kommen, da fehlt uns eigentlich nur die Tertiär. Weil im E-Moll-Shape oder im E-Moll-Griff ist quasi, wenn man den Akkord spielt, die Terz nicht dabei. Und die müssen wir einfach nur ergänzen. Dann kommt noch die Quarte dazu. Die Quarte ist immer eine Seite höher als der Grundton. Und dann kommt noch die Septim dazu. Die Septim ist einen Ganzton unterm Grundton. Geht bei der tiefen E-Seite nicht. Hier geht's E-Seite und bei der D-Seite. Dass man nur Pull-Offs macht oder Hammer-On. Und man kann das auch. So, und jetzt haben wir hier den E-Moll-Akkord. Vor allen Dingen sehr wichtig sind erstmal die Grundtöne. Ich habe den Grundton auf der beiden E-Seiten und ich habe den Grundton hier auf der D-Seite. Auf der D-Seite haben wir jetzt den Moll, den D-Shape, und zwar den D-Moll-Shape. Und jetzt können wir wieder genauso rangehen. Wir vergleichen es erstmal. Grundton, kleine Terz, Quart, Quint, kleine Septim, Grundton. Und jetzt haben wir hier Grundton, kleine Terz, Quart, Quint, Septim. So eine Oktave höher. Jetzt müssen wir aber einen Lagenwechsel machen. Und ich kann das genau wieder so wie mit dem vorhergehenden Shape. Der D-Moll-Shape ist jetzt vielleicht nicht der berühmteste, aber es ist immer eine ganz, ganz wichtige Ergänzung zum E-Moll-Shape, wenn man einfach mal dann Lagenwechsel macht. Und viele Gitarristen fallen dann auch in ein schwarzes Loch, weil ja, das spielt man nach Gefühl. Das ist Blödsinn. Nach Gefühl spiele ich, wenn ich weiß, wo ich hingehe. Jetzt habe ich auch die Blue Note. Manche Licks kann ich mit beiden Shapes machen, manche Licks. Und man muss sich immer vorstellen, wir haben hier den D-Moll-Shape, aber in dem Fall mit dem Ton E als Grundton. Es ist manchmal auch ganz praktisch, wenn man nur eine Oktave macht. Geht natürlich jetzt auch in A. Seht auch, oder beziehungsweise hört, wenn ich beim E-Moll bin, ist immer sehr praktisch, wenn man dann einfach die einzelnen Töne auch nochmal ansteuert. Und man hört aber auch, wenn man jetzt zum A-Moll-Pentatonik geht, ohne dass man den A-Moll-Akkord spielt, dass wir einen Akkordgewechsel gemacht haben. Und jetzt haben wir drei Akkorde. Ich habe auch noch den B-Moll dazu genommen, für Deutsche den H-Moll. Das wird einfach von B-Moll. Kann man sehr gut brauchen, wenn man jetzt zum Beispiel Jimi Hendrix spielt, weil er auch
A-Moll. Und jetzt wieder E. Kann man auch die Licks mal so machen, dass man sagt, okay. Ja. Das Ganze jetzt auch mit dem D-Shape. Und es ist gut, den Grundton zu wissen. Es ist nur sehr viel praktischer, den Akkord zu kennen. Und zwar einfach, wie man ihn greift. Und dann muss man eigentlich nur noch ein paar Töne ergänzen. In diesem Sinne, wir haben also jetzt den E-Moll oder die E-Moll Pentatonik und den E-Moll Pentatonik-Shape haben wir verbunden mit dem D-Moll Pentatonik-Shape. Und tonal ist es dasselbe, klanglich auch. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.